Skandal. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner müssen auf immer kleinere Renten Steuern zahlen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, die neuesten Zahlen des Bundesfinanzministeriums belegen es, und zwar auf Anfrage der Spitzenpolitikerin der BSW, Frau Sarah Wagenknecht, kommt es nun doch tatsächlich zutage. Wer 2015 in Rente gegangen ist und heute eine Nettoauszahlungsrente monatlich von 1.300 Euro bekommt, muss keine Steuern zahlen. Das ist schon mal ganz positiv, meine Damen und Herren. Aber wer 2023 in Rente gegangen ist und eine monatliche Nettorente von 1.300 Euro bekommt, jetzt hören Sie ganz genau hin, der muss schon jährlich 127 Euro an Steuern zahlen. Wer im Jahr 2023 erstmals in Rente gegangen ist und 1.500 Euro Nettorente erhält, muss über 460 Euro an Einkommensteuer zahlen. Wer 1.800 Euro netto erhält, muss schon über 1.000 Euro Steuern zahlen. Meine Damen und Herren, seit 2004 haben wir ja nun eine geänderte Besteuerung der Rente, eine sogenannte nachgelagerte Besteuerung. Das heißt also, immer mehr Renten werden schrittweise der Besteuerung unterworfen. Und jetzt kommt noch eine Zahl, die wirklich erschreckend ist. Rentnerinnen und Rentner werden im Jahr 2024 rund 124 Milliarden Euro an Steuern und Sozialabgaben allein aus ihren Renten an den Staat zahlen. Das heißt also, Rentnerinnen und Rentner beteiligen sich im hohen Umfang auch an dem Gemeinwesen, an der Finanzierung des Gemeinwesens. Alleine über 50 Milliarden Euro an Kranken- und an Krankenversicherungsbeiträge zahlen Rentner aus ihren Renten, über 11 Milliarden Euro Pflegebeiträge und der Rest sind Steuern. Und jetzt kommt natürlich auch noch etwas. Seit 2005 ist der Anteil an den Sozialleistungen, also an den Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung, von rund 8,8% auf 11,55% gestiegen. Das heißt also, wer heute eine Altersrente bekommt, muss von der Bruttoaltersrente im Schnitt, bundesweiter Durchschnitt, 11,55% an Kranken- und Pflegebeiträge zahlen. Wer 2005 oder 2004 in Rente gegangen ist, da waren es noch 8,8% im Schnitt. Sie sehen also, meine Damen und Herren, Rentnerinnen und Rentner müssen richtig blechen. Ich kann nur Ihnen allen empfehlen, die dieses Jahr in Rente gehen und eine Rente von über 1.300 Euro netto haben oder so in diesem Bereich, bitte machen Sie eine Steuererklärung. Das Bundesfinanzministerium hat mitgeteilt, dass bei Rentenbeginn 2023, wer da eine Nettorente von 1.200 Euro hatte, noch nicht der Besteuerung unterliegt. Das entspricht etwa einer Bruttorente von 1.470 Euro. Aber sicher sein können Sie sich da nicht, meine Damen und Herren. Ich kann nur empfehlen, bitte Steuererklärung machen oder prüfen, nachrechnen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich beziehe das sogar auf die sogenannten Mehrfach- oder Doppelrentenbezieher. Die sollten auf jeden Fall bitte immer das prüfen, sondern nicht, dass dann das Finanzamt kommt und Ihnen sozusagen hier die rote Karte zeigt und sagt, jetzt müssen Sie mal für 5 Jahre rückwirkend eine Steuererklärung machen. Solche Szenarien erleben wir in unserer Rentenberatung sehr, sehr häufig, dass Menschen zu uns kommen und sagen, ja, jetzt sind wir angeschrieben worden durch das Finanzamt, wir sollen jetzt Steuererklärungen abgeben. Warum ist das so? Wieso muss ich eigentlich Steuern zahlen? Ja, meine Damen und Herren, der Grund liegt einfach in der nachgelagerten Besteuerung und vor allen Dingen auch in den Rentenerhöhungen, denn die Rentenerhöhungen, also der Anteil der Rente an der Rentenerhöhung, ist grundsätzlich 100% steuerpflichtig. Also, meine Damen und Herren, erschreckende Zahlen. Viele Millionen Rentnerinnen und Rentner unterliegen der Besteuerung, zahlen Steuern und es werden jährlich immer mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.